Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hammer und Michel Box von Jan Delay. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hammer und Michel von Jan Delay, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. So sieht das aus. Wir haben hier so einen Animal Print, also sieht so nach Raubkatze aus von der Musterung. Hier oben lesen wir einmal den Namen des Interpreten Jan Delay. Dann lesen wir hier Hammer und Michel. Das Ganze ist in einem schwarzen Rechteck gestaltet. Hier dann noch zwei weiße Streifen an der Seite. Und rundum ist dann hier dieser Animal Print, sieht aus wie das Fell einer Raubkatze. Da haben wir dann noch einen Barcode und ein L. Und hier vorne haben wir dann noch einen FSK 12 Sticker. Also wir werden hier auch eine DVD vorfinden. Dieser Sticker ist wohl abnehmbar. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Ansonsten lassen wir ihn einfach mal oben. Jawohl, der geht gut ab. So. Sieht gleich besser aus. Auf der Rückseite auch wieder Animal Print komplett und hier unten gibt es dann noch die Credits. Alles klar, dann schauen wir mal hinein. Es ist eine reguläre Clubbox. Geht dann hier auf der Seite auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt, eine Autogrammkarte, ein Poster, ein kleines Säckchen hier mit Buttons und natürlich das Album an sich inklusive DVD. Von innen das Ganze in weiß gehalten. Wir haben hier dann noch diesen Einleger, wo eben das Album Platz gefunden hatte. Machen wir mal zur Seite. So, und diverse Sachen sind hier noch in Folie. Das werden wir gleich mal ändern. Also einmal hier das Shirt. Dann die Buttons. Und natürlich das Album an sich. So, auch hier machen wir mal die Folie ab. Jawohl. Also, so sieht das Ganze dann aus, ohne Folie. Wir haben hier auch wieder einen FSK 12 Hinweis und kleine Info. Das ist uns jetzt hier auf der Folie abgegangen. Hier lesen wir noch Limited CD DVD Deluxe Edition inklusive Wacken und St. Pauli. Also, das sind zwei Tracks, die da mit drauf sind. Dann werden wir das hier mal entsprechend ablösen, so wie auch auf der Box hat man das hier mit einem Sticker gelöst, sehr gut. Gott sei Dank nicht aufgedruckt, da sind Sticker doch deutlich besser. So. So sieht das aus. Es ist das vierte Soloalbum von Jan Delay. Wir haben hier ein Digipack und wir sehen hier den Rücken. Also wir haben hier so eine Lederjacke mit dem Interpretentitel Jan Delay hier aufgestickt auf dieser Jacke. Und hier unten lesen wir dann den Albumtitel. Auf der Seite ebenso. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Also hier haben wir 12 Tracks. Wie gesagt, hier Wacken und St. Pauli, die ja auf dem Sticker da angekündigt wurden. Und zusätzlich haben wir dann hier noch diese Buttons, die auch nochmal die Tracklist veranschaulichen. Also die Sachen, die wir hier 12 durchnummeriert hatten, sehen wir dann hier auch nochmal als Buttons und als diese Schilder, als diese Etiketten hier verewigt. Hier gibt es wieder den Barcode und hier die Beteiligten. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Wenn ich es rausbekomme, jawohl.
So, was lesen wir hier? This album is dedicated to the spirit of Lenny und Lemmy, Iggy und Siggy / and the Clash, Abbey Road und Hafenstraße. Okay, also hier widmet Jan Delay so seinen musikalischen Vorgängern, seinen musikalischen Vorbildern dieses Album. Sehr schön. Dann haben wir hier den guten Herrn abgebildet, hier auf diesem Foto in Schwarz-Weiß. So sieht das aus. Dann haben wir hier den ersten Track, in diesem Fall Liebe samt Lyrics. Jawohl, und das zieht sich dann so durch. Also wir haben hier wirklich alle Lyrics erfasst in diesem Booklet, sehr schön. Und Animal Print gibt es hier auch überall. Das ist wirklich so ein bleibendes Element hier in diesem Artwork. Sehr, sehr viel Text, aber auch sehr viel Detailarbeit und schöne Fotos. Hier nochmals Jan Delay abgebildet mit diversen anderen Personen. Und zum Abschluss gibt es ja noch die Credits. So, dann haben wir hier noch Danksagungen. Ganz besonderes großes Dankeschön. Ganz besonders großes Dankeschön. Dicker Dank und geschäftliches Dankeschön. Okay, also drei unterschiedliche Danksagungen sieht man auch selten. Dann kommen wir zur Album-CD. Die sieht so aus, wie auch schon das, was wir von der Cover-Rückseite kennen hier, die Jacke mit diesem Aufdruck. Dann im Hintergrund haben wir hier, das dürfte wohl Hamburg sein. Und dann haben wir hier noch die DVD. Die sieht so aus. Und hier ist dann wahrscheinlich auch wieder Hamburg bei Nacht. So, nachdem wir das alles angesehen haben, hier gibt es dann nochmal Jan Delay, der hier in einem Anzug auf diesen Teilen hier liegt. So viel zum Album. Dann haben wir mit dabei drei Buttons. Einmal ein Button in Schwarz und Weiß mit dem Albumtitel. So sieht das aus. Dann haben wir einen Button. Hier lesen wir Disco Number One. Also Disco zweimal hier drauf. So sieht das aus. Blau, Weiß und Rot. Und dann haben wir einmal diesen hier auf diesem wieder Animal Print zu lesen und dann mit Weiß Jan Delay und Disco Number One geschrieben. Also drei Buttons sind hier mit dabei. Dann haben wir ein Poster und ein Shirt. Wir starten mit dem Shirt. Das sieht so aus. Auch hier wieder Animal Print. Zwei Balken davon und in der Mitte dann der Albumtitel. Das Shirt ansonsten in Schwarz gehalten. Auf der Rückseite ebenso alles in Schwarz. Hier gibt es sonst nichts zu sehen. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Softstyle in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Dann packen wir das Shirt mal wieder zusammen. So, das Poster, das ist, soweit ich weiß, ja, sieht so aus, beidseitig bedruckt. Und zwar haben wir hier einmal, wenn ich es aufbekomme, so, aber jetzt, hier haben wir einmal Jan Delay abgebildet, auch hier wieder alles um ihn herum in Animal Print. Auf seiner Cap steht hier Hamptons. Und er präsentiert uns hier stolz ein Tattoo auf seinem Unterarm. Und das dürfte wohl das Wappen von Hamburg sein. Das Ganze ist im Hochformat. Und auf der Rückseite ist dann hier Jan Delay samt seiner Band, also Disco Number One, zu sehen auf der Rückseite. Und das Ganze ist dann eben im Querformat gehalten. Also, doppelseitig bedrucktes Poster, einmal Querformat, einmal Hochformat. Ja, schwarz-weiß übrigens, die Vorderseite, habe ich jetzt gar nicht dazu gesagt. Einmal schwarz-weiß, einmal in Farbe. Und dann haben wir noch als letzten Boxinhalt eine Autogrammkarte.
Die ist auch im Hochformat gestaltet. Hier Jan Delay mit einer Krawatte und Anzug abgebildet. Hier lesen wir dann mit silbernem Marker Jan Delay. Also die ist original unterschrieben. Dann haben wir hier auf der Rückseite die Tourdaten zu der Tour, zur Hammer und Michel Live Tour 2014. Gut. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Autogrammkarte, dann das Poster, beidseitig bedruckt, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Die drei Buttons sind ebenfalls mit dabei. Das Shirt in der Größe L, sowie natürlich das Album an sich inklusive DVD im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Hammer und Michel von Jan Delay. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Jan Delay unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.